In dem Video sage ich dir alles rund um das Thema Muskelaufbau. Ich gebe dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und die Punkte, die du beachten musst, um Muskulatur aufzubauen. Und glaub mir, Muskelaufbau ist auch gar nicht so schwierig. Und in dem Video werde ich dir auch sagen, warum es ein Mythos ist, dass nur Anfänger in einem Kaloriendefizit Muskulatur aufbauen können. Jetzt kommen wir aber zu den Punkten, die notwendig sind, damit du vernünftig Muskulatur aufbauen kannst. Der erste Punkt, Schritt 1. Du musst in deinem Muskel einen Muskelreiz setzen, damit dein Muskel den Drang hat, größer zu werden. Den Reiz setzt du entweder im Fitnessstudio oder den Reiz setzt du zu Hause. Und für einen Anfänger ist fast alles schon ein Reiz, um Muskulatur aufzubauen. Deswegen Leute, die das erste Mal ins Fitnessstudio gehen, bauen meistens extrem schnell Muskulatur auf und sehen extrem schnell Ergebnisse, weil fast alles ein Muskelreiz ist. Mit der Zeit wird es aber schwieriger, Muskulatur aufzubauen. Und deswegen würde ich dir empfehlen, wenn du trainierst, du kannst natürlich auch bis zum Muskelversagen trainieren. Ich würde dir aber empfehlen, dass du 2 bis 3, 2 bis 4 Wiederholungen vor Muskelversagen. Klar, ist schwierig, das einzuschätzen, aber irgendwann bekommst du ein Gespür für deinen Körper und deswegen würde ich dir empfehlen, dass du 2 bis 4 Wiederholungen vor dem Muskelversagen den Satz beendest. Und da ist es gar nicht so wichtig, ob du jetzt 8 Wiederholungen machst oder ob du 12 oder 15 Wiederholungen machst. Es gibt Studien, die zeigen, dass wir zwischen 3 und 30 Wiederholungen, wenn wir hart genug trainieren, und da spielt es jetzt keine Rolle, ob wir mit wenig Gewicht viele Wiederholungen machen oder mit viel Gewicht wenig Wiederholung machen. Solange wir hart trainieren, ist der Muskelaufbau im Großen und Ganzen derselbe. Der Unterschied ist nur, wenn du mit extrem viel Gewicht dafür mit wenig Wiederholung trainierst, dann geht das extrem auf dein Nervensystem und deshalb brauchst du länger bei der Regeneration. Wenn du mit weniger Gewicht dafür mehr Wiederholung trainierst, deswegen machen die meisten ja 8 bis 12 Wiederholungen, dann hast du ungefähr ein moderates Gewicht, hast eine moderate Wiederholungsanzahl und davon brauchst du zwar auch Regeneration, aber nicht so eine lange Regeneration, wie wenn du mit extrem viel Gewicht extrem wenig Wiederholung machst. Also Punkt 1, Muskelreize setzen. Der zweite Punkt, der sehr, sehr wichtig ist und den viele unterschätzen, ist die Ernährung. Und die meisten sagen dir, ja, um perfekt Muskulatur aufzubauen, musst du in einem Kalorienüberschuss sein. Nein, musst du nicht. Es kommt drauf an, wenn du nicht nur Muskeln aufbauen willst, sondern auch Gewicht draufpacken willst. Also der klassische Hardgainer. Dünne Arme, komplett dünner Körper. Ich will jetzt niemanden angreifen, aber das ist als Beispiel. Dann musst du natürlich in einem Kalorienüberschuss sein. Wenn du aber genügend Körperfett hast und dein Gewicht optimal vielleicht auch ein bisschen zu schwer ist, dann musst du nicht in einem Kalorienüberschuss sein, um Muskulatur aufzubauen. Dann kannst du in einem leichten Kaloriendefizit sein oder du isst einfach deine Kalorien plus minus null und trainierst. Dann wird über einen längeren Zeitraum dein Fett weniger werden, deine Muskeln werden mehr werden und deswegen wird sich deine Körperkomposition verbessern und du wirst dich einfach wohler fühlen und du wirst besser aussehen. Deswegen sage ich dir, es spielt keine Rolle, ob du fortgeschrittener bist oder ob du Anfänger bist. Es kommt nur auf deinen Körper an. Ein Fortgeschrittener, der trotzdem Übergewicht hat. Du kannst ja auch 3 Jahre trainieren gehen, hältst dich nicht an deine Ernährung, isst immer zu viel, hast dementsprechend zu viel Gewicht. Dann kannst du auch als Fortgeschrittener in ein Kaloriendefizit gehen, weiterhin Muskulatur aufbauen, währenddessen aber Fett verlieren. Das Problem ist nur, wenn du zu dünn bist, wenn du wirklich zu dünn bist und auch zu leicht bist, sagen wir mal, du bist, weiß ich nicht, 1,75, wiegst 50 Kilo, dann musst du in einen Kalorienüberschuss, weil dann baust du natürlich nicht nur Muskulatur auf, dann baust du auch Gewicht auf, dann wirst du schwerer. Das Problem ist nur, die meisten freuen sich immer auf den Bulk, weil wenn wir bulken, können wir ja essen, was wir wollen. Und genau das ist das Problem, denn ich sehe immer wieder Seiten, die dir sagen, wenn du in Kalorienüberschuss kommst, iss einfach Süßes, iss Chips, iss Eis. Das ist keine Grundlage, um Muskulatur aufzubauen. Was soll dein Körper damit anfangen? Wenn du einen Ferrari vor der Tür stehen hast und da Rapsöl reinfüllst, fährt der Wagen auch nicht. Also achte auf deine Ernährung. Egal, ob du in einem Kalorienüberschuss bist oder ob du in einem Kaloriendefizit bist. Achte darauf, dass du dich gesund ernährst. Und dann wird das Ganze auch schon schwerer. Und dann freust du dich auch nicht mehr auf einen Bulk, weil du musst viel essen. Du fühlst dich platt, wenn du so viel isst, weil dein Verdauungssystem natürlich extrem viel Energie verbraucht. Und deswegen, je mehr du isst, desto mehr Energie verbraucht dein Verdauungssystem und desto müder, desto platter wirst du. Bei mir ist das zumindest so. Wenn du aber einfach 3 Pizzen am Tag isst, die alle, weiß ich nicht, 1300 Kalorien haben, natürlich ist es dann einfach, in Kalorienüberschuss zu kommen. Aber bedeutet das auch, dass die Pizzen die perfekte Grundlage sind, um Muskulatur aufzubauen? Natürlich nicht. Also achte darauf, dass du gesund isst und dich zum großen Teil einfach von unverarbeiteten Lebensmitteln ernährst. Dann guck, dass du genug Eiweiß isst. Da würde ich dir raten, viele Leute sagen 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Für manche Leute macht das Sinn, aber für den Großteil nicht. Gehen wir mal davon aus, du bist 1,70 groß, wiegst 150 Kilo. Wenn ich dir jetzt sage, iss 2 Gramm Eiweiß
am Tag, sind das 300 Gramm Eiweiß. Brauchst du nicht. Guck, dass du je nach Aktivitätslevel zwischen 130 und 180 Gramm Eiweiß am Tag isst. Wenn du jemand bist, der extrem viel Cardio noch macht, der extrem aktiv im Alltag ist, dann solltest du dich eher an die 180 Gramm halten. Wenn du aber jemand bist, der einen Bürojob hat und neben dem Bürojob 3-4 Mal die Woche ins Fitnessstudio geht, dann guck, dass du ungefähr 130 Gramm Eiweiß am Tag isst. Am Tag, nicht nur an dem Tag, wo du trainierst, sondern an jedem Tag, weil Eiweiß braucht dein Körper immer, egal was die anderen Leute sagen wollen. Eiweiß braucht dein Körper immer und das ist die Empfehlung für deinen Eiweißbedarf. Dann der dritte Punkt, den du nicht vernachlässigen darfst, ist die Regeneration. Und zu der Regeneration zählt erstens die Ernährung, wie gerade schon gesagt. Dazu zählen aber auch die Pausentage, die du machst. Dazu zählt dein Schlaf und dazu zählt auch dein Stresslevel, weil wenn du gestresst bist, fällt dir die Regeneration extrem schwer. Und deswegen guck, dass du, weiß ich nicht, in deinem Alltag vielleicht Faktoren, die bei dir Stress auslösen, ein bisschen zu reduzieren. Natürlich nicht weniger arbeiten, aber dass du dich von vielen Sachen einfach nicht mehr so extrem stressen lässt, weil Stress behindert die Regeneration. Bei deinem Schlaf achte darauf, dass du so viel Schlaf brauchst, wie dein Körper benötigt. Jeder ist da unterschiedlich. Ich würde sagen, zwischen 6 und 9 Stunden Schlaf, vielleicht zwischen 6 und 8 Stunden Schlaf. Das ist so meine Erfahrung. Ich funktioniere zum Beispiel besser, wenn ich 6 Stunden schlafe, als wenn ich 8 Stunden schlafe. Deswegen guck, was da für dich gut ist mit dem Schlaf. Guck, dass du feste Zeiten hast. Dann fällt es dir nämlich viel einfacher, besser zu schlafen. Und achte, wie gesagt, auf deine Ernährung. Mach Pausentage. Es kommt da aber auch immer drauf an, wie intensiv du trainierst. Wenn du jedes Training mit 100% Intensität trainierst, dann brauchst du 2-3 Tage Pause die Woche ungefähr. Wenn du jedes Training mit 60-70% trainierst, dann kannst du auch 7 Tage die Woche trainieren. Ich kenne viele, die das genauso machen. Ich habe das eine Zeit lang auch so gemacht. Ich habe nicht in jedem Training 100% gegeben, sondern nur 60-70%, weil für mich tägliches Training Spaß gemacht hat. Dafür brauchte ich aber dann nicht so viel Regeneration, weil ich ja nicht komplett an meine Grenzen gegangen bin. Weil wenn du mit 100% jedes Training trainierst, dann bist du nach 2-3 Tagen körperlich platt, Muskelkater, deine Muskeln fühlen sich nicht gut an und über kurz oder lang führt das dazu, dass du dich verletzt. Und deswegen, wenn du mit 100%, wirklich mit 100% trainierst, dann gönn dir 2-3 Tage Pause vielleicht. Wenn du dein Training relativ locker gestaltest, dann kannst du jeden Tag trainieren. Ich würde trotzdem einen Tag Pause einbauen, einfach für den Kopf, weil es meiner Meinung nach ganz gut ist. Das sind die 3 wichtigsten Punkte. Und der 4. und letzte Punkt ist, Geduld ist das A und O. Wenn du gerade am Anfang stehst und extrem motiviert bist, es bringt dir nichts, wenn du eine Woche trainieren gehst und komplett durchziehst und alles reinwirfst und dann nach der Woche ist die Motivation weg und du gehst nicht mehr trainieren. Dann bringt dir die Woche nichts. Es ist besser, wenn du die erste Woche 2-mal trainieren gehst, dann ziehst du das vielleicht einen Monat durch, wo du 2-mal trainieren gehst. Dann gehst du 3-mal trainieren, ziehst das wieder einen Monat durch, dann 4-mal ziehst das durch und so baust du dir eine Gewohnheit auf. Und das ist viel, viel, viel wichtiger, diese Gewohnheit drin zu haben, als einmal motiviert zu sein, einmal alles rauszuhauen und dann wieder 3 Wochen Pause zu haben. Dann bist du wieder eine Woche motiviert, ziehst wieder eine Woche durch, 2 Wochen Pause. So wirst du niemals vernünftig Muskulatur aufbauen. Der Schlüssel zum Erfolg ist Kontinuität und es ist besser, wenn du mal ein Training mit 50% machst, anstatt das Training ausfallen zu lassen. Weil das Training mit 50% brennt sich in dein Gehirn und sagt dir, okay, wir bauen diese Gewohnheit auf. Am Anfang geht es nicht darum, die Muskulatur aufzubauen, am Anfang geht es um die Gewohnheit. Check mal unten die Videobeschreibung, da habe ich dir meinen kostenlosen Fitness-Newsletter verlinkt. Da gibt es kostenlose Trainingspläne, Gratis-Rezepte und viele weitere Informationen über das Thema Fitness, Regeneration, Mindset, alles was Fitness so beinhaltet und der Newsletter ist gratis, deswegen check den auf jeden Fall aus, melde dich da an und dann sehen wir uns im nächsten Video. Vergiss nicht den Kanal zu abonnieren, das Video zu liken und dann bis zum nächsten Mal. Peace.